Herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer mit Arezu. Ich bin Arezu und habe den Namen des Spiels nicht vergessen. Ihr habt den Namen des Spiels vergessen. So, wir haben eine Armee verloren. Ja, unsere gesamte Armee unter dem Kommando von Gustav von Karstein wurde vom Feind bei Schloss Tempelhof westliches Sylvania zerstört. Außerdem haben wir eine Belagerung verloren. Wir haben uns zurückgezogen mit Gustav von Karstein, bevor er gestorben ist. Milan Jäger hat einen Rang erreicht, aber ich denke, er ist tot. Oder ist das... Ist das der Neuling? Nee, das ist Zacharias Harkon. Ja. 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 Wir hauen nach Essen ab. Dann haben wir hier eine gewisse Verteidigung und... können uns ein bisschen erholen. Wir brauchen mehr Leute. Ich denke, so viel ist klar. Wir können für Manfred keine weiteren Leute holen. Wir können Leute holen für Zacharias Harkon. Rekrutieren. Zur Rekrutierung vor Ort sind Gebäude der Militärkette nötig. Das klingt logisch. Nächste Runde dann, schätze ich. Da müssen wir auf jeden Fall wieder hier zurück. Wir könnten theoretisch auch Gebäude bauen in der Ostmark zur Rekrutierung. Ist vielleicht nicht ganz sinnlos. Wir könnten hier einen Grabhügel bauen. Das hier erfordert folgendes Sekundärgebäude. Sekundärgebäude, die uralte Waffenkammer. Hier haben wir den Kreis der Bindung. Okay, uralte Waffenkammer. Uralte Waffenkammer. Kann ich die hier herstellen? Das ist ein Friedhof, Hügelgrab, Mausoleum. Spukwald, unheimlicher Wald. Hier haben wir Geisterzaun, Skelettmauer und blasphemisches Bollwerk und Hexenhaus, Hexenfeuer, Usuarium, Leichenhof, Beingrube, alles nicht, was ich suche. Ich denke nicht, dass wir hier das bauen könnten. Vampirfeste. Oh, das klingt gut. Vampirgruft. Turm des Nekromanten. Verbotene Bibliothek. Uralte Waffenkammer. Aha. Okay. Wir könnten eine uralte Waffenkammer bauen. Ermöglicht die Rekrutierung von Fluchrittern. Fluchrittern an Hahn. Okay. Es wäre ein Plus, denke ich. Allerdings wären wir dann selbst nur noch sehr knapp im Plus. Ich meine, wir bekommen 1465 pro Runde gerade. Und Fluchritter haben uns gerade selbst große Probleme gemacht. Wenn wir mal kurz hier hingucken. Wir haben hier nichts, was uns Fluchritter oder ähnliches so... Oh doch, wir können inzwischen hier Fluchritter kaufen. Dann sollten wir das Geld nicht in der Ostmark ausgeben, gerade dafür. Wir sollten wahrscheinlich den Switcheroo hier machen. Also Manfred rüber und Zacharias Harkon nach Eschen in der nächsten Runde. Schlachtberichte, ja, knappe Niederlage und entscheidende Niederlage. Tode Ludwig Posner und Gustav von Karstein. Ist vielleicht ganz gut, da muss ich nicht die ganze Zeit zwischen Gustav und Gustav wechseln, wie ich es gerade tue. Ja, hier bauen wir gerade etwas, damit wir demnächst mehr Geld verdienen. Ich denke, wirklich viel mehr können wir gerade kaum tun, oder? Hier müssen wir gerade abwarten, bis unsere Leute fit genug sind, dass sie zumindest wieder fliehen können. Das heißt, ja, nächste Runde. Oh, Fähigkeitspunkt für Milant Jäger. Okay, klar, kein Problem, dann machen wir das. Milant Jäger, Nekromant. Es geht bis... Verdammt, mir wurde es geschrieben in den Kommentaren. Ich weiß aber nicht mehr, ob es 20 oder 30 war. Ich glaube, es war 30. Herrscher der Toten, verfügbar ab Rang 4. Typ verstärken... Ziel für Untote. Für Trefferpunkte von Kämpfern auf. Ja, toll. Das können wir doch schon. Tote erwecken. Eine gute Fähigkeit. Einkommen aus feindlichen... Achso, okay. Das reduziert die... Achso, das hier ist der Held, ne? Okay, klar. Gut. Einkommen aus allen Gebäuden plus 3 in der lokalen Region. Plus Schaden gegen fremde Siedlung. Aktion Einheit angreifen hat 5% zusätzlichen Schaden. Also damit verbessern wir seine
Fähigkeiten auf dem Land. Also auf der Karte. Aktion Attentat, zusätzliche 1% Chance, das Ziel zu töten. Nicht schlecht. Vielleicht sollten wir das machen. Uns ein bisschen drauf konzentrieren, auf der Karte besser klarzukommen. Andererseits, momentan sind unsere Kapazitäten auf dem Schlachtfeld sehr gering. Ich nehme die Anrufung von Nehek weiter. So. Da laufen die Zwerge rum. Da laufen die Zwerge rum. Sollen die sich mit Tempelhof rumschlagen? Und Tempelhof greift Essen an. Tja, dann kämpfen wir wohl um Essen. Frederik von Karstein. Sieht ein bisschen anders aus als meine Karsteins. Ludwig Richter los. Wer ist das? Achso, der ist aus der Garnison, ne? Okay. Der Kampf findet außerhalb der Siedlung statt. Gefällt mir nicht, aber... ja, ich meine... viel mehr können wir nicht machen, oder? Rückzug bringt nichts, das heißt Gefecht führen. Dann schauen wir mal, ob wir diesmal gewinnen können mit unseren total kaputten Einheiten. Ich meine, seine Einheiten sind auch nicht die besten. Wir haben zumindest unsere beiden Einheiten, ne? Also unsere Garnison ist noch mit dabei. Ich denke, wir können das gewinnen. Vielleicht. Das meiste, was die haben, sind Zombies. Die eine, das sind Speerträger, ne? Ne, das sind Skelettkrieger normale. Das hier sind Skelettspeerträger. Die sind schon angeschlagen. Es wird nicht so gut laufen. Aber vielleicht können wir gewinnen. Und wenn wir Frederik... wenn wir ihn ausschalten könnten, wäre es natürlich grandios. Aber so viel Hoffnung mache ich mir dann nicht. Warten wir ab nochmal. Wir sind bereits über der Hälfte. Ich würde sagen, wir lassen das. So. Aufstellung starten. Ich würde sagen, wir verkriechen uns im Wald, damit wir auf unsere Leute warten können. So, alle schön in den Wald gehen. Rüdiger von Karstein hat nicht so viel Leben. Also quasi gar keins. Das Gute ist, wir haben hier Verstärken. Wir können keine Leute auffüllen, wir können Leben auffüllen mit der Anrufung von Nehek, denke ich. Wir sehen noch nicht, wo sie sich aufstellen werden, weil sie sich noch nicht aufgestellt haben. Ist klar. Zumindest ist es mir inzwischen klar. Früher war es, also in der vorherigen Folge war es mir nicht klar. So, die Vampirfledermäuse packen wir woanders hin. So. Okay, ich würde sagen, wir starten das Gefecht direkt mit einer Heilung für Rüdiger. Und er heilt sich. Sehr gut. Okay, bekommen wir Verstärkung. Ich sehe keine Verstärkung. Achso, da kommt die Verstärkung dann her, denke ich. Da kommen die Skelettkrieger. Die sind schwach gegen Panzerung und ich bin mir fast sicher, die da sind gepanzert. Aufgelöst, zerfallen, untot, verstecken. Rüstung. Rüstung 20. Das klingt nicht viel. Das klingt gar nicht viel. Ein Haufen Skelettkrieger. Da, 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 da. Wir könnten hier noch eine Anrufung gebrauchen. Da, da, da. Ich hoffe doch, das klappt hier. Ausgeglichener Kampf. Das gefällt mir nicht. Ich wollte den nicht ausgeglichen haben. Ihr sollt eigentlich gewinnen. Gewinnt den aktuellen Kampf. Das sieht besser aus. Da kommen sie. Ist hier irgendjemand nicht versteckt? Die kommen sehr zielstrebig hier an. Die
Fledermäuse kümmern sich gut um die Skelettkrieger. Da haben wir ein Zombie-Bataillon, das ziemlich kaputt ist. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Noch eine Heilung für Rüdiger. Oh, die haben eine erhöhte Position. Da, da, da. Ich denke, das bedeutet, dass er nicht über diese Grenze hier rüber kann. Also mit der Heilung. Ne, sie sind verteilt. Sie suchen. Deswegen haben sie die Skelettkrieger hier hinten hingeschickt, schätze ich. Da werden immer mehr von meinen Leuten entdeckt. Greifen wir mal diese Skelettkrieger dort an. Oh, verdammt, unsere Ghule greifen dort als Erste an. Das ist nicht so gut. Oh, das sind gar keine Ghule, das sind Todeswölfe. Aber es ist trotzdem nicht gut, weil sie sterben. Ja, da haben die ihren Punkt, den sie nicht überschreiten können mit der Heilung. Okay, wir schicken die hier mal... Hoppala. Oh, okay. Dahin. Oh, okay. Das ist nicht ganz, was ich wollte. Der Befehl ging irgendwie nicht so... durch, wie ich wollte. Da kommen die Zombies von der anderen Seite. Am Ende werden wir hier jetzt eingekesselt. Das ist aber nicht so schön. Wie geht's unseren Fledermäusen? Ziemlich gut. Die Fledermäuse dürfen Frederik angreifen, obwohl vielleicht gar nicht so... Oh doch, der hat nur Rüstung 15. Unser Kommandant wird angegriffen. Naja. Lässt sich wahrscheinlich nicht so gut verhindern hier. Da senden wir mal eine kleine Heilung hin. Okay, hier haben wir unseren Kampf mit dem Kommandanten. Ich guck mal, wen ich dort als Verstärkung hinsenden kann. Nicht wirklich viele. Wir haben hier nicht so viel. Wir könnten Rüdiger mit hinschicken. Allerdings müsste er sich hier auch erstmal durchkämpfen. Hier haben wir ein paar verwundete Zombies, noch ein paar verwundete Zombies. Insgesamt sieht es bei uns gerade nicht so schlecht aus. Wir haben einen leichten Vorteil. Ich hätte gedacht, wir hätten hier unsere Garnison, die mitkämpft. Warum haben wir die nicht? Ich guck mal kurz auf der taktischen Karte, ob die hier irgendwo noch rumliegen und ich vergessen habe, die einzusetzen. Nein. Sie sind nicht da. Okay. Okay. Das hier braucht noch ein bisschen. Und uns gehen langsam die Winde aus. Ich würde sagen... Oh. Oh. Ich habe Leertaste gedrückt und bekomme Dinge angezeigt. Okay, wenn ich die Icons kennen würde, hätte ich hiermit zusätzliche Informationen. Ich nehme an, dass der weiße Balken etwas bedeutet. Ich weiß nicht was. Bewegungspfade, Blattwerk ausblenden. Oh! Oh, das ist... Okay, das passiert dann aber nur, wenn wir... Moment. Ah. Okay, so können wir das umschalten. Wenn wir im Wald kämpfen, ist es ganz sinnvoll, das zu tun. Okay. Ja, hier kommt die gegnerische Armee. So, beweg dich.
Ja, diese Skelettkrieger sind gleich erledigt. Das ist gut. Diesen Todeswölfen geht's nicht gut. Das gefällt mir nicht. Okay, Rüdiger sollte jetzt keine Probleme mehr haben, da durchzulaufen. Das heißt, wir können uns hier ein bisschen drauf konzentrieren. Wahrscheinlich sollten wir eine Heilung rübersenden zu den Vampirfledermäusen. Oh, Moment mal, hier haben wir noch Skelett. Ah, mehr Skelett, Leute. Lauft. Fallt den hier bitte in die Seite. Ja, hier kämpfen sie Front an Front. Ludwig Richter los. Was? Wen haben wir da ausgewählt? Verliert zurzeit. Oh, das ist der hier. Ha! Nein, Moment. Was? Oh, das ist Schwertinfanterie. Okay, ich weiß nicht, was. Flanke offen, das ist nicht so gut, schätze ich. So, ein klein bisschen Heilung. Dauert ein bisschen, bis wir die nächste senden können an die anderen Fledermäuse. Oh nein, das wollte ich nicht. Moment. Okay, hier können wir die Skelettsperrkrieger schnell ausschalten. Dann können wir uns freier bewegen. Sehr schön. Und jetzt hier der Angriff. Wir sind weiterhin... Wir stehen weiterhin besser da als die. Ja, die Einheit dort zerfällt. Sehr schön. Die gezielten Heilungen, denke ich, helfen uns gerade wirklich. Oh, der Gegner tut Dinge. Heilung hier für Ludwig Richter los. Ich nehme an, dass die... Oh, verliert. Klar, ja, das gefällt mir nicht. Können wir hier ein bisschen Unterstützung hinschicken? Wir haben einen Haufen Leute, die nichts tun, ne? Ja, wir könnten jetzt theoretisch heilen, hätten wir genug Magie. Okay, der... Warum ist der jetzt Countdown direkt wieder losgegangen? Warum bist du immer noch dort? Du sollst den Wachmodus ausschalten. So, jetzt wird er nämlich einfach so laufen, wie ich es ihm sage, ne? Vorher wird er die ganze Zeit abgelenkt worden sein. So, nochmal die Heilung für Richter los hier. So. Rüdiger von Karstein läuft und läuft. Inzwischen kannst du auch einfach den direkten Weg laufen. Oh, das sieht gar nicht gut aus für meine Fledermäuse, ne? Ja, ein bisschen Heilung wäre hier nicht schlecht, aber wie soll ich den Heilung senden? Was tut ihr da? Greift an! Ich guck mal, ob ich die hier wegkriege, bevor sie sterben. Und die wahrscheinlich auch. Au, nein, da sind sie gestorben. Also auch ohne Fernkampf können... Na. Können Leute definitiv Fernkampf... fliegende Einheiten erlegen. Ihr hier hinten solltet mal bitte sinnvolle Dinge tun. Und Frederik angreifen. Okay, wir können wieder heilen. Hm.
Die Zombies, die wir jetzt hier geheilt haben, können maximal geheilt werden. Deswegen kam mir das sinnvoll vor. Okay, wir kommen wieder besser klar. Oh, wir brauchen definitiv eine Heilung für Rüdiger. Wenn das möglich ist. Ja, wir haben keine Winde. Ich denke, wir haben gerade eine Einheit verloren. Obwohl, wir haben keine Anzeige dafür. Der ist entkräftet. Ich nehme an, das reduziert sich gleich. Wenn er hier ein bisschen rumsteht. Oh nein, ihr dort seid... Moment, ihr greift mal bitte weiter Frederik an. Es läuft nicht so gut für uns, aber es läuft auch nicht so schlecht. Wir gewinnen eindeutig gerade. Und wenn wir Frederik ausschalten können, dann haben wir schon mal was gewonnen. Nämlich diese Schlacht. Rüdiger. Oh, okay, der feindliche Kommandant ist tot. Sehr gut. Ja, wir haben gewonnen. Kein Problem. Wahrlich heldenhaft abgeschlossen. Wahrscheinlich, weil wir einen Helden im Kampf hatten. Yay. Yay. Okay, Ach, Ludwig Richterlos war aus der... Oh, okay, die... wir hatten unsere Garnison dabei. Ludwig Richterlos war aus der Garnison. Ja, wir... Oh, haben ein paar Leute verloren. Also, wir haben... 483 Leute verloren. Die Gegner haben 100% ihrer Leute verloren. 1164. Wir haben ein paar Level auf. Sehr schön. Wir haben ein paar Feinde gefangen. Gefangene unterwerfen, Gefangene zurückgeben möchte ich nicht. Ja, wir unterwerfen Gefangene wieder. Da rennt er weg, der neue Kommandant, der Ersatzkommandant. Bedroht eure Stadt hier, mein Herr. Die Garnison ist bereit zur Verteidigung, doch erwägt, weitere Truppen zu senden. Ja, erstmal Konföderation. Das Imperium hat Talebekland geschluckt. Feind im Kampf getötet. Frederik von Karstein, unser Feind von der Fraktion Tempelhof, ist in der Schlacht von Essen, Ostmark, gefallen. Ruheloser Geist. Rüdiger von Karstein, der Fluchfürst, hat jetzt plus 1 öffentliche Ordnung in der lokalen Provinz. Jene Seelen, die zwar nicht mehr sterblich sind, doch bislang den Fängen Moors fernbleiben konnten, können in den Dienst eines Vampirs gestellt werden. Poltergeister sind recht nützlich. Und das goldene Siegelschwert für Zacharias Harkorn. Dieses goldene Schwert verleiht seinem Besitzer Vorahnung und Geschwindigkeit im Kampf, wie es Sterblichen nicht möglich sein sollte. Plus 3 Nahkampf, Angriff und Abwehr. Wir haben dieses Schwert schon mit jemand anderem. Oder wir hatten es. Wir haben ein paar Dinge verloren. Okay. Okay. Wir haben gewonnen. Ja, die Meldung, dass wir bedroht werden, kam ein bisschen spät. Hier haben wir Wagner von... Nein, 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 nein. Ich will gerade nicht angreifen, danke. Ich wollte Informationen haben. Ja, sie sind ziemlich angeschlagen. Eigentlich wäre jetzt der Zeitpunkt, die auszuschalten, ne? Und wir sollten sie hier erreichen können. Wir sollten diese Armee auslöschen. Und ich würde sagen, das tun wir in der nächsten Folge... Obwohl, Moment. Das können wir mit einem automatischen... Das machen wir mit einem automatischen berechnen. Warum sind das so viele? Weil die überlappen mit Weidenhof. Ah, verdammt. Ja, daran habe ich nicht gedacht. Okay, zurück nach Eschen.
kann gerade nicht wirklich viel Sinnvolleres machen, würde ich sagen. Haben wir sonst noch irgendwas, das Krieg erklärt? Von Karstein hat dem Kerbhornstamm den Krieg erklärt, okay. Ausländischer Eindringbar Undin Steinherz von der Zufbar-Fraktion wurde nahe der Region von Schloss Drakenhof bei unerlaubter Grenzüberschreitung gesichtet. Seid auf der Hut. Okay. Schlacht von Essen, knapper Sieg, ja. Armee zieht sich zurück. Manfred von Karstein. Und? Manfred von Karstein war nicht bereit, nach den Bedingungen des Feindes zu kämpfen und hat sich von der Schlacht bei Weidenhof östliche Silvania zurückgezogen. Ja, das war ich eben. Rang erhalten für Rüdiger und Zacharia Harkon. Also da hat sich das schon mal gelohnt. Umranktes Weinbeet. Bau abgeschlossen. Sehr schön. Trinken Vampir. Achso, ja, das ist klar. Und verdorben Hofstadt in Essen. Das heißt, hoffentlich bekommen wir dadurch mehr Geld? Fragezeichen. Hier haben wir Weiden. Oh, okay. Weiden sind friedliche Orte, an denen Tiere grasen und Bauern ihre Herden und Schafe pflegen. Herden und Scharen pflegen können. Dies gewährt womöglich eine einzigartige Gebäudekette. Ah, okay. Und hier haben wir Wein. Ja, da ist ebenfalls diese Ressource gewährt womöglich eine einzigartige Gebäudekette. Okay, ich sehe jetzt, wie das aussehen muss. Der Angriff auf fremdes Eigentum ist ein Kriegsakt, ja. Aber es ist eine neutrale Armee. Ich meine, vielleicht hat er Interesse an einem Bündnis? The days are dark and the end times come. Okay. Dann nicht. War ja nur eine Frage. Von Karstein, wir haben einen Handelspakt hier. Wir bekommen durch den Wein 54 dunkle Magie, durch die Töpferei 30. Exportiert 15%. Ich nehme an, das bedeutet, wenn wir weitere Handelsbeziehungen eingehen würden mit anderen Leuten, dann hätten wir noch 85% übrig, die wir verhandeln könnten. Haben wir sonst irgendwas, das wir jetzt gerade bauen sollten? Bau nicht möglich, ihr müsst erst eure Hauptsiedlungskettengebäude bauen. Das kostet aber... Wir hätten aber eine größere Garnison, die wir gebrauchen könnten. Für Eschen hier. Eschen ist direkt bei Weidenhof. Generiertes Einkommen 240 statt 160. Ich würde sagen, das lohnt sich. Weitere Bauplätze. Es kostet, ja. Okay. Zacharias Harkon, du hast ein Level auf. Wir sollten uns angucken, was wir hier so machen können. Anrufung von Nehek. Kommt mir bisher ganz gut vor, aber vielleicht haben wir ja noch bessere Dinge. Wiederkehr des Untodes. Wirkt nur auf Ziele, wenn im Bereich. Bringt einen Buff Nahkampfabwehr und Führerschaft. Keine Kanalisierung, erhöht Energiereserven, verbessert Nachladerat. Ah ja, das ist das. Rote Wut. Blutdurst der Vampir ist... Ein Buff für Verbündete. Plus rüstungsdurchdringender Schaden, plus Angriffsbonus, plus Vitalität. Übernatürliche Voraussicht. Kosten für Tote erwecken minus 15%. Belagerungszeit plus 1 in der lokalen Region. Wachstum plus 8. Wir könnten dafür sorgen, dass Harkon ein guter Verteidiger wird. Verluste, Verstärkungsrate. Ah, Moment, das ist für einen Angriff eher. Rekrutierungskosten für Helden. Verschleiß minus Verschleiß durch jeglichen... minus 3% Verluste durch jeglichen Verschleiß. Es wäre eher für Angriffe. Unsterblicher Schrecken. Wundenheilzeit minus 1%. Ich nehme an, Wunden sind, was Helden und Kommandanten bekommen, wenn sie nicht sterben. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich holen sollte. Boni für... bestimmte andere Einheiten. Oh, für körperlose Einheiten. Angriffsbonus für Wahrgeist und Flederbestien. Aura der Überlegenheit sorgt für
Na, sorgt dafür, dass Leute in der Umgebung besser kämpfen. Vielleicht nicht schlecht. Führerschaftseffekt der Charakteraura plus 5. Dunkler Pakt plus Führerschaft noch bei Angriffen. Plus Angriff für Zombies, Skelette und Gruftghule. Plus Angriff für Todeswölfe und Vampirfledermäuse. Das Problem ist, ich kann hier zwar immer ein klein bisschen reinskillen, allerdings, wenn ich weiter will, muss ich das Komplette hier machen. Das sind 4 Punkte. Das sind 4 Level-Aufs, das heißt 4 Schlachten wahrscheinlich noch. Tote erwecken hat einen sehr schnellen Vorteil. Das lohnt sich sehr schnell. Weil wir damit Leute in den Rücken bringen können. Also Leute, wir können dem Gegner Leute in den Rücken fallen lassen. So. Nahkampfabwehr, Nahkampfangriff, das macht ihn selbst zu einem besseren Kämpfer. Geschossritt. Hier haben wir auch den Zombie-Drachen. Ab Rang 25, das heißt, es geht bis Rang 30, okay. Ich würde fast sagen, wir gehen wieder die Anrufung von Nerk. Es tut mir leid, dass es langweilig ist, aber... Ja, ich denke, das war... Achso, nee, Moment. Wir haben noch jemanden, der ein Level aufmacht, ne? Milan Jäger? Nein. Rüdiger von Karstein, hier ist es doch. Klingmeister oder Martial? Martial, spricht man das so aus? Aktion Bevölkerung inspirieren. Öffentliche Ordnung zusätzlich um 1 erhöht. Wegelagerer. Aktion Einheiten angreifen plus 4% zusätzliche Verluste verursacht. Ich meine, wir können da Verteidiger. Belagerungszeit plus 1 für die lokale Region. Hm. Vorbild Einheitenerfahrung plus 1 für alle Rekruten. Leveln unsere Armeen auf. Es klingt fast so, ne? Ich habe bisher nicht wirklich drüber nachgedacht, aber... Sie haben Erfahrung. Je höher der Rang einer Einheit, desto effektiver ist sie im Kampf. Das klingt sinnvoll. Bis zur nächsten Stufe, okay. Wo sehe ich das Level? Ich sehe hier kein Level. Werden sie eventuell zu einer komplett anderen Einheit, wenn sie aufleveln? Skelettkrieger, ich kann sie umbenennen. Ich denke... Also ne, ich wollte sagen, ich denke, jemand wurde schon umbenannt, aber das war ja der aus der Garnison. Feindesjäger. Verstärkt, plus Geschwindigkeit, plus Vitalität. Das ist Verstärkung, okay. Das verstärkt ihn selbst. Unseren Fluchfürsten. Skelettpferd. Oh, er kann direkt ein Skelettpferd bekommen. Sollten wir ihm das geben? Wir haben allerdings keine andere Kavallerie. Ich würde sagen, wir geben ihm Klingenmeister. Und sorgen dafür, dass er generell stärker wird. Beim nächsten Mal kann... Also, wir können ihm dann, sobald wir eine Kavallerie haben, können wir ihm das Skelettpferd geben und ihn mit der Kavallerie angreifen lassen. Also mit dem Rest der Kavallerie. Okay, ich denke, das war's. Wir haben einen Angriff überlebt. Wir haben einen feindlichen Kommandanten besiegt. Der vorher schon Sieger eingefahren hat. Das heißt, er hat aufgelevelt vorher. Ich denke, das war gut. Okay, ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinter die Kommentare und adios.